Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. In der heutigen Folge sprechen wir erneut über den 30-jährigen Krieg, dieses Mal in Folge 3 über die Entstehung der Protestantischen Union und der Katholischen Liga. Zweier politisch-militärischer Bündnisse, die für den 30-jährigen Krieg von einer hervorgehobenen Bedeutung sein sollten. Los geht's! Werfen wir zunächst einen Blick zurück. Im Jahr 1607 kam es in der Stadt Donauwörth im Schwäbischen Reichskreis in der Grenzregion zwischen dem Herzogtum Württemberg und dem Herzogtum Bayern zu schweren Auseinandersetzungen zwischen der protestantischen und der katholischen Stadtbevölkerung. Das Christentum war im Zuge der Reformation nochmals weiter auseinandergerissen worden und man hatte nun eine völlig neue Ordnung im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation seit 1555, seit dem bekannten Augsburger Religionsfrieden. Das bedeutet, man hatte protestantische Territorien, man hatte katholische Territorien und man hatte die unterschiedlichen Reichsstädte, in denen durchaus bikonfessionelle Lebensweisen vorherrschten. Das bedeutet, man hatte in diesen Reichsstädten durchaus beide Konfessionen, die nebeneinander lebten. Doch diese Konfessionen waren nie gleich stark gewesen, numerisch gesehen, und daher dominierte natürlich immer eine der beiden Konfessionen die Stadt. Und in Donauwörth im Jahr 1607 waren das die Protestanten, die sich dort ausgebreitet hatten und die katholische Minderheit in der Stadt in ihrer praktischen Religionsausübung ein Stück weit zurückgedrängt hatten. Diese Zurückdrängung der protestantischen religiösen Praxis in Donauwörth hatte dann im Jahr 1607 zu anhaltenden Konflikten geführt, in die sich auch außenstehende Persönlichkeiten eingemischt hatten, darunter der Bischof von Augsburg und der Herzog von Bayern, beide natürlich Katholiken. Und diese beiden hatten nun mit Hilfe des Kaisertums im Jahr 1607 versucht, die Lage für die Katholiken in Donauwörth wieder zu verbessern. Doch die ganze Entwicklung schlug wesentlich größere Wellen, als man zunächst gedacht hatte. Denn nicht nur wurde in Donauwörth im Zuge der Reichsexekution, die nun vollstreckt wurde, die katholische Religionsausübung wieder in vollem Umfang wiederhergestellt, sondern die Protestanten wurden nun aus Donauwörth verdrängt. Denn der neue Herr in Donauwörth war nun Maximilian von Bayern, ein katholischer Fürst, der das protestantische Bekenntnis in der Stadt verbot und damit zu einem Exodus der protestantischen Bevölkerung beitrug. Das Eingreifen des katholischen Kaisers und des katholischen Herzogs von Bayern, Maximilian, hatte natürlich jetzt nach Donauwörth und nach den dortigen Entwicklungen dazu beigetragen, dass bei den Protestanten im Heiligen Römischen Reich die Alarmglocken läuteten. Denn man befürchtete natürlich, dass möglicherweise sich so ein Fall wie in Donauwörth jetzt in anderen Orten des Reiches wiederholen könnte und die Katholiken mehr und mehr die protestantische Religionsausübung in Frage stellen könnten. Das bedeutet, man sah hier einen Warnschuss und fühlte sich in der ohnehin verbreiteten Auffassung bestätigt, dass der Katholizismus im Reich das Ziel verfolge, den Protestantismus einzudämmen und schlussendlich auszurotten. Als Drahtzieher dieser Entwicklung erblickte man vor allem die Jesuiten, die ohnehin in dem Ruf standen, besonders vehemente Verfechter der Rekatholisierung zu sein. Und die Tatsache, dass in Donauwörth eben auch Jesuiten gewirkt hatten, führte dazu, dass man seine Ängste hier nur noch einmal bestätigt sah. Von protestantischer Seite wurde Donauwörth nun regelrecht propagandistisch, könnte man sagen, ausgeschlachtet. Man sprach hier bereits von einem Kampf der Kinder des Lichts, was natürlich die Protestanten in dieser Vorstellung waren, gegen die Kinder der Finsternis, was natürlich die Katholiken waren. Und damit deutete man quasi die gesamte Auseinandersetzung zwischen Katholiken und Protestanten in apokalyptischen Tönen. Das bedeutet, für die Protestanten war nun nach 1607 klar geworden, dass man sich zusammenreißen musste, wenn man auf Dauer den Katholiken Widerstand leisten wollte. Denn man muss sich klar machen, die protestantischen Konfessionen waren ja nie eine einheitliche Masse gewesen, sondern man hatte sehr unterschiedliche Gruppen innerhalb des protestantischen Lagers. Man hatte Calvinisten, man hatte Hussiten, man hatte Lutheraner und so weiter. Und diese Gruppen hatten nicht nur theologisch Differenzen untereinander, sondern auch sehr unterschiedliche historische Entwicklungen durchgemacht, die, wie wir noch sehen werden, dazu beitrugen, dass man die katholische Bedrohung auch sehr anders einschätzte.
Vor allem die Annäherung von Calvinisten und Lutheranern, den zwei größten Gruppen innerhalb des Protestantismus, war von einer hervorgehobenen Bedeutung, wollte man so etwas wie ein protestantisches Bündnis gegen die Katholiken ins Leben rufen. Doch wie gerade angesprochen, muss man sich halt klar machen, dass Protestanten keine einheitliche Gruppe waren. Die Lutheraner hatten eine historisch sehr andere Entwicklung durchgemacht als die Calvinisten. Die Calvinisten waren seit den Tagen ihres Gründers im Grunde eine verfolgte Bewegung gewesen, die von Anfang an lernen musste, gegen den Katholizismus zu kämpfen, um das eigene Überleben letztlich zu kämpfen als Konfession. Und dadurch hatte sich im Calvinismus eine starke Form der Gegenwehr ausgebildet. Das bedeutet, man sah es als eine regelrechte Pflicht, Widerstand zu leisten aus christlichen Erwägungen heraus, auch wenn man dadurch möglicherweise Teile des Systems in Frage stellte. Die Lutheraner hingegen hatten eine völlig andere Entwicklung durchgemacht. Martin Luther war nie derart verfolgt worden wie Johannes Calvin, sondern Martin Luther war früh unter den Schutz eines Landesherrn gekommen und damit vor den Häschern des Kaisers lange Zeit in Sicherheit gewesen. Darüber hinaus hatte Martin Luther auch immer den Gehorsam gegenüber der weltlichen Obrigkeit gepredigt und das war natürlich das genaue Gegenteil von dem Widerstandsdenken, was in den calvinistischen Kreisen verbreitet war. Und darüber hinaus war es natürlich auch so, dass gerade das lutherische Christentum seit dem Augsburger Religionsfrieden von 1555 eine massive gesellschaftliche und rechtliche Aufwertung erfahren hatte. Man hatte sich eine mehr oder weniger gleichberechtigte Position neben dem Katholizismus erstritten. Und schlussendlich hatten Calvinisten und Lutheraner sehr unterschiedliche Auffassungen, wenn es um die drohende Gefahr durch die Jesuiten ging. Aus Sicht der Calvinisten waren die Jesuiten eine immanente Bedrohung für das Überleben des Protestantismus insgesamt. Aus Sicht der Lutheraner hingegen waren die Jesuiten einfach nur ein weiterer katholischer Orden, der keine direkte Bedrohung für den Status quo des Augsburger Religionsfriedens darstellte. Die politischen Folgen der Entwicklungen in Donauwörth 1607 zeigten sich dann bereits im darauffolgenden Jahr 1608, als in Regensburg der Reichstag zusammentrat. Kaiser Rudolf hatte hier vor allem die protestantischen und auch katholischen Fürsten dazu aufgerufen, ihm entsprechende Gelder und Soldaten zur Verfügung zu stellen, um ein Heer aufzustellen, mit dem er unter anderem die Türken bekämpfen wollte. Doch weder die protestantischen noch die katholischen Reichsstände zeigten sich sehr begeistert von dieser Idee. Doch sicherlich hätte sich der Kaiser hier nach größeren Verhandlungen durchsetzen können, wenn die Entwicklungen von Donauwörth im Jahr 1607 nicht gewesen wären. Denn die protestantischen Fürsten stellten jetzt hier Forderungen an den Kaiser. Denn nach den Entwicklungen von Donauwörth und die Reichsacht, für die der Kaiser ja letztlich verantwortlich gewesen war, wollten die protestantischen Fürsten Zugeständnisse und vor allem eine Versicherung dafür, dass so etwas wie in Donauwörth sich nirgendwo anders im Reich wiederholen würde. Auf der katholischen Seite beim Reichstag in Regensburg gab es durchaus zwei verschiedene Lager. Das erste Lager war bereit, auf die Protestanten ein Stück zuzugehen, darunter der Erzbischof von Mainz. Doch man hatte auf der katholischen Seite auch eine Reihe von Hardlinern, angeführt durch den besagten Maximilian von Bayern, der sich Donauwörth im Zuge der Reichsexekution einverleibt hatte. Und diese Hardliner waren nicht bereit, irgendwelche Sicherheitszusagen gegenüber den Protestanten zu machen. Ganz im Gegenteil nutzte man jetzt den Reichstag sogar dazu, um die Rückgabe früherer katholischer Kirchengüter zu fordern. Man muss sich klar machen, im Zuge der Reformation wurde natürlich in den Territorien der nun protestantischen Fürsten eine Säkularisation eingeleitet. Das bedeutet, man hatte die Kirchengüter, die der katholischen Kirche gehört hatten, quasi beschlagnahmt und in den eigenen Besitz aufgenommen. Und dadurch wurden natürlich die protestantischen Fürsten wesentlich mächtiger und einflussreicher, als sie es sich vorher hätten vorstellen können. Das bedeutete allerdings im Umkehrschluss, dass eine Herausgabe dieser Kirchengüter aus protestantischer Sicht natürlich völlig unmöglich war. Denn damit hätte man sich selbst geschwächt gegenüber der katholischen Seite und daher konnte das natürlich nicht im Interesse der protestantischen Reichsstände sein. Insgesamt kränkelte der Reichstag im Jahr 1608 an den Streitigkeiten zwischen Katholiken und Protestanten einerseits und andererseits auch an Streitigkeiten zwischen den verschiedenen protestantischen Lagern. Insofern kam auf dem Reichstag 1608 kein Ergebnis zustande, sodass dieser Reichstag aufgelöst wurde. Die Schließung des Reichstages in Regensburg lag gerade einmal knapp 2 Wochen zurück,
als sich in der Nähe von Nördlingen lutherische und reformierte Fürsten trafen, um einen Weg zu finden, um über ihre verschiedenen Differenzen hinwegzusehen. Das Ziel war also immer noch, eine Art Verteidigungsbündnis ins Leben zu rufen der unterschiedlichen protestantischen Fürsten. Und tatsächlich kam es in Folge zur Gründung der sogenannten Protestantischen Union. Dieses Bündnis war zunächst einmal auf 10 Jahre angelegt und war, wie gesagt, ein Defensivbündnis. Das bedeutet, dieses Bündnis sollte den Katholizismus in erster Linie abwehren. Gleichzeitig betonte man aber auch, dass dieses Bündnis, diese protestantische Union, nicht gegen die Reichsordnung insgesamt gerichtet sei. Das bedeutet, die protestantische Union war nicht gegründet worden mit dem Ziel, das Kaiserreich insgesamt in Frage zu stellen, die Ordnung in Frage zu stellen, die Reichsstände und ihre Funktionsweise in Frage zu stellen oder die Macht des Kaisers direkt anzugreifen, sondern es war eine direkte Folge auf die Entwicklungen von Donauwörth im Jahr 1607. Schlussendlich setzte sich die Union, die nun entstand, aus reformierten und lutherischen Fürsten zusammen sowie einigen Reichsstädten. Doch die Interessen innerhalb dieser protestantischen Union waren natürlich sehr heterogen, genauso wie die Mitglieder dieser Union. Denn man hatte natürlich unterschiedliche Landesherren mit unterschiedlichen Interessen, die auch militärisch unterschiedlich stark waren und auch unterschiedliche Ziele verfolgten, was man eigentlich mit dieser Union am Ende des Tages erreichen wollte. Von einer besonderen Bedeutung war hier Christian von Ansbach-Bernburg, der quasi zu einer Führungspersönlichkeit innerhalb der protestantischen Union wurde. Allerdings war dieser Mann nicht unbedingt eine geborene Führungspersönlichkeit. Er galt als zu risikofreudig und häufig als unbedacht in seinen Handlungen. Und das konnte natürlich schnell in Provokationen gegenüber der anderen Seite enden. Während die Protestanten an ihrem Defensivbündnis der Union feilten, blieben natürlich auch die Katholiken nicht untätig, sondern in Reaktion auf die Bildung der protestantischen Union kam es nun zur Bildung der Katholischen Liga. Führungspersönlichkeit wurde hier der besagte Maximilian von Bayern, der sich vor allem gegenüber seinem protestantischen Pendant als überlegen herausstellen sollte. Der Maximilian von Bayern galt als eine bedachte Persönlichkeit, als eine erfahrene Persönlichkeit, jemand, der auch finanzpolitisch versiert war und der darüber hinaus in seinem Herzogtum Bayern über eine schlagkräftige Armee verfügte. Neben Bayern schlossen sich der Liga verschiedene Territorien der Habsburger an und natürlich die verschiedenen geistlichen Herrscher, also sprich die Erzbistümer. Doch nicht anders als die Union hatte natürlich auch die Liga mit Differenzen zu kämpfen. Auch hier hatte man keine heterogene Masse, sondern unterschiedliche Akteure, die unterschiedliche Ziele verfolgten. Und daher musste man genauso wie bei der Union immer wieder Kompromisse eingehen und Möglichkeiten finden, das jeweilige Bündnis am Leben zu erhalten. Die Katholische Liga beschränkte ihre Arbeit vor allem auf die Zusammenarbeit der unterschiedlichen Mitglieder, sprich der katholischen Gebiete innerhalb des Heiligen Römischen Reiches. Das bedeutet, die Liga war keine internationale Organisation, die jetzt quasi mit anderen Ländern in Kontakt trat, wie dem katholischen Frankreich oder dem katholischen Spanien, sondern diese Angelegenheiten, die Dinge, die außerhalb des Reiches lagen, blieben weiterhin beim Kaiser. Im 30-jährigen Krieg schließlich, der dann 1618 ausbrechen sollte, sollte sich tatsächlich zunächst einmal die Überlegenheit der Katholischen Liga erweisen. Denn die Katholische Liga verfügte über die wirksamere Kommandostruktur und die bessere operative Beweglichkeit sozusagen des eigenen Bündnisses. Und das stellte sich in der Anfangszeit des 30-jährigen Krieges als zunächst enormer Vorteil heraus. Doch darüber sprechen wir dann in einer eigenen Folge, wenn es soweit ist. So viel erstmal bis hierhin in diesem Mini-Überblick zur Bildung der Protestantischen Union und der Katholischen Liga nach den Geschehnissen von Donauwörth seit 1607. Ich fasse zusammen. Im Jahr 1607 hatte es in der Stadt Donauwörth stärkere Verwerfungen zwischen der protestantischen Bevölkerung und der katholischen Minderheit gegeben. In dieser Reichsstadt, in der eben ein bikonfessionelles Leben vorherrschte, hatten die Protestanten über Jahre die Katholiken in ihrer praktischen Religionsausübung immer weiter eingeschränkt. Das führte im Jahr 1607 schlussendlich dazu, dass auf Betreiben des Bischofs von Augsburg und des Herzogs von Bayern, die die katholische Seite in Donauwörth unterstützten, die Reichsacht schlussendlich durch Kaiser Rudolf über Donauwörth verhängt wurde. Daraufhin marschierte ein bayerisches Heer in der Stadt ein und vertrieb im Anschluss die Protestanten aus der Stadt, denn der neue Landesherr Maximilian von Bayern bestimmte, dass das protestantische Bekenntnis nicht länger in der Stadt ausgeübt werden dürfe. Nach den Geschehnissen von Donauwörth tagte im Jahr darauf in Regensburg der Reichstag.
Doch der Reichstag litt bereits von Anfang an unter den Entwicklungen des Vorjahres, denn die protestantischen Fürsten waren nicht bereit, die Anliegen der katholischen Seite und des Kaisers zu unterstützen, denn man wollte ganz im Gegenteil eine Versicherung dafür, dass so etwas wie in Donauwörth sich nicht noch einmal wiederholen würde. Dadurch wurde der Reichstag als eine Reichsregierung sozusagen immer unfähiger bei der Entscheidungsfindung. Und das war nicht nur im Jahr 1608 so, sondern setzte sich dann bis zum Ausbruch des Krieges im Jahr 1618 fort. Da die protestantischen Staaten sich nach den Entwicklungen von Donauwörth immer stärker in der Defensive sahen und das Gefühl hatten, dass der Katholizismus daran arbeite, den Protestantismus auszurotten, raffte man sich schlussendlich zusammen, sah über die unterschiedlichen Differenzen der verschiedenen protestantischen Konfessionen hinweg und bildete im Jahr 1608 die Protestantische Union. Auf katholischer Seite hingegen entstand als Reaktion darauf im Jahr 1609 die Katholische Liga, wo jetzt katholische Länder sich versammelten. Damit bildeten sich bis zum Jahr 1609 zwei militärisch-politische Bündnisse im Heiligen Römischen Reich heraus. Auf der einen Seite ein protestantisches Bündnis, auf der anderen Seite ein katholisches Bündnis. Diese Bündnisse wurden von besonderer Bedeutung dann, als der Krieg im Jahr 1618 ausbrach. Doch über den Dreißigjährigen Krieg, über die verschiedenen Phasen dieses Krieges und so weiter sprechen wir dann natürlich in eigenen Folgen. Falls euch diese Folge gefallen hat, dann hinterlasst doch bitte einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, teilt und empfehlt das Video weiter, hinterlasst doch gerne einen Kommentar mit Feedback, Themenvorschlägen, anderen Anregungen und Ähnlichem und ansonsten sehen wir uns dann das nächste Mal, bei welcher Folge und welchem Thema auch immer. Macht's gut!